So, damit willkommen zurück hier bei Gladius Relics of War mit unseren Tyranniden im Story Mode. Momentan sieht es ein bisschen schlecht aus. Ja, wir verlieren Einheiten und Gnade. Ja. Haben Nahkämpfer an fliegenden Einheiten dran. Check. Haben hier noch mehr fliegende Einheiten. Yay. Können aber ihn jetzt endlich killen. Jetzt hätte ich schon wieder fast denselben Fehler gemacht wie in der letzten Folge. Und hätte die dahin gesetzt. Das ist natürlich Schwachsinn. Die müssen natürlich hierhin und den mal ganz elegant den Rücken krabbeln. So. Infanterie-Killer-Einheiten. Ach, ich liebe sie. Du, mein Freund, kannst hier und ihr geht hierhin. Lasst euch ganz kurz das Laster mal aufdrücken. Geht ebenfalls dagegen. Dann haben wir diese blöden Viecher endlich weg. Gott sei Dank. Wie sieht es in einem Grenzgebiet so aus? Erkennen wir schon irgendwo etwas? Nein. Nicht wichtig. Es flüstert. Ja, gut, okay, es flüstert. Was auch immer flüstert, aber es flüstert. Wir dürfen hier in dieser schönen kleinen Stadt was bauen. Ah, wir dürften Einheiten ausbilden. Sehr schön. Wir gehen jetzt erstmal gegen die Loyalität vor. Mit den Tyranniden verliert man übrigens weniger Loyalität bei einer Stadtgründung gegenüber anderen Fraktionen. Dafür sind sie halt kleiner. Ene mine Mist ist, es macht an beiden Stellen keinen Sinn, das Ding da reinzusetzen. Ehrlich, dann nehme ich mir das da. Weil sobald da prozentual was ist, möchte ich dann natürlich auch das entsprechende prozentual Gebäude da reinbringen. Das mir dann prozentual was bringt. So, so passt's, ja. So. Das heißt, bedienen können wir dann so ein... Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, mit denen könnte ich ja jetzt rein theoretisch mal auf Einheitenjagd gehen. Aber noch nicht. Hier mal ein Pflaster aufdrücken. Zergen wir hier mal die Gegner halt weiter runter. Was anderes bleibt mir jetzt eh nicht übrig. Stopp. Da wollen wir natürlich hier in unsere Hauptstadt rein. Ine mine Mist ist rappelt in der Kiste. Ine mine Mac. Wir nehmen ihn. 10 Runden. Ja, erstens mal, wir haben halt leider nur 8. Wir bräuchten 8, haben nur 7. Brauchen noch 3 Runden. Dann dauern die ewig lang. Wir brauchen noch eine zweite Brutale dann. Auf jeden Fall. Wäre vielleicht hier doch die zweite Stadt ein bisschen besser gewesen. Bei den Tyranniden macht es auch Sinn, so ein bisschen die Städte so ein bisschen zu unterteilen. Wo mache ich halt was rein, weil man schon sehr viele Produktionsgebäude braucht, um relativ schnell Einheiten auszuheben. Hatte ich jetzt gerade einfach nur ein komisches Geräusch auf dem Headset, oder? Ja, ich würde sagen. Oh, bitte. Oh je. Wenn da oben jetzt ein Kommissar runterkommt, fresse ich einen Besen. Dann haben wir ein Problem. Kann mich aber auch geräuschtechnisch gerade total irren. So, kriegen wir den jetzt platt? So oder so. Gehen wir mal hier hin. Da sind noch mehr von den Viechern. Dann lassen wir die mal. Schnappen uns das Teil hier. Gehen runter, machen die Festung platt. Jetzt bin ich nur mal überlegen, mit wem machen wir die Festung platt. Rein theoretisch 10 Runden warten. Oh, Schwächen ausnutzt. Oh, ich liebe diesen Skill. Also richtig schön.
Arschlochmäßig. Anders kann man es nicht ausdrücken. Sorry. Okay, die Loyalität bitte hier einmal, dass wir da im positiven Bereich sind. Ja, es hält sich noch in Grenzen, aber ich denke, eine dritte Stadt sollten wir mal anplanen. Und jetzt zu mir. Ja, die wollen jetzt was von mir. Das ist nicht so schön. Das Bedien hauen wir mal gekonnt ab. Und haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, ihr bleibt da in der Nähe. Dann könnt ihr euch gleich mal Heilung abgreifen. Stadt befehligen. Nee, also unter Venatoren wird. Ich nenne sie jetzt einfach Venner. Heißen ja auch Venatoren. So. Mensch, wenn man mal so einen Frosch im Hals hat, gar nicht so schön. Venetatoren, will ich immer sagen. Ne? Warum auch immer? Venatoren. Okay, die Fernkampfwaffen hätten wir jetzt für die. Jetzt können sie sich so ein bisschen auch was gegen Fernkampf machen. Nicht viel, wie man sieht, aber in der Summe, muss man halt sagen, zählt das dann halt doch schon ein bisschen zusammen. Ne? Okay. Du schnappst dir das da. Ihr schnappt euch das da. Die Festung ist da unten. Theoretisch könnten wir es niederzergen. Ich glaube, das würden wir auch machen. Holen wir uns da noch den ganzen. Achso, das Relikt da oben wollte ich noch haben. So schlau der Kerl. Holen wir doch glatt. Ja, was anderes kann ich da eh nicht machen. Und hier. So. Ja, nee. Gebäude kann ich hier eh keins bauen. Dann hole ich mir lieber das nächste Feld. Und dann schließen wir das hier an. Dann haben wir mehr von. Wir brauchen 4 Runden, 3, bis wir das haben. Okay, passt. Sehr gut. Dann die Carnifex Knochenkeule. Dass wir die mal richtig reinhauen können. Weil hier sieht man ja schon, Carnifex kriegt wieder was. Einheiten aufleveln ist hier das Maß der Dinge. Dann kommen einige schwache Einheiten doch relativ gut rüber. Ja, liebe Ambles. Die haben jetzt ihre großen Brüder mal mitgebracht, ne? Ja, ja, hau die nur, hau die nur. Das finden die großen Brüder jetzt voll cool, was ihr da mit denen gemacht habt. Die werden ja auch nicht wirklich angepisst sein. Nee, 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 nee. Ne? Hier, die dürfen auch nochmal ganz kurz mit euch spielen. Und die dürfen euch dann, ne? Ihr wisst schon. Das sind einfach. Oh, ich. Das ganze Bild könnte sich jetzt schön drehen. So. Wir nehmen mal hier ein paar Opfer. Die Psychen. Ja, die ist auch noch da. Gehen wir mal dorthin. Wird jetzt interessant. Ja, du, mein Freund. Nochmal so ein Schwein werden wir nicht haben, ne? Hierhin. 1, 2, 1, 2. Dicht beieinander kann gar nicht mal so verkehrt sein. Und dann machen wir hier oben das Stahlkraut erstmal weg. Bringt mir momentan, glaube ich, am meisten. Ja, nee. Überspringen. Und da wird wahrscheinlich noch ein dritter Psychentrupp sein.
Also ihn will ich jetzt nach Möglichkeit... ja, die blockieren jetzt wieder. Also. Erstmal hier debuffen. Ne? 3 Runden minus 50%. Also. Als nächstes buffen wir uns. Immer noch kostenlos. Und hauen dem Turm jetzt ein bisschen auf den Kopf. Jetzt wäre es schön, wenn ihr genau dahin geht, um den jetzt kalt zu machen. Sehr schön. So viel zu dem Thema Niederzergen. War doch ein easy-easy-Spiel. Das wird jetzt schon schwieriger werden. Weiß gar nicht. Jetzt dürftet ihr so ein bisschen Schaden gegen die machen. Mal. Oh, bessere Heilung. Dann haben wir hier mal im Hintergrund schon mal safe. Weil wichtig ist, wenn ich die Melanthropen dann da hinten irgendwann habe und von der hinteren Ecke anfangen, die Felder leer zu fressen und Psychen sind da und schnappen mir die Dinger da immer wieder weg. Ist halt ärgerlich, ne? Das ist der Grund, warum wir das jetzt machen. So, du gehst dahin. Reining. Lass mich aufpassen, nicht, dass da irgendwo eine Einheit ist. Das wäre jetzt doof. Nee, lieber noch mal eine Bruthölle. Ich sollte jetzt wieder im Wachstumsdingen sein, ne? Wenn dann nämlich noch mal ein Hexfeld ein. Weil wenn man einmal so am Hitcap ist, muss man dann ein bisschen aufpassen. Da würde jetzt vielleicht wirklich mal dieser Wachstumsboni oder Forschung Sinn machen. Aber ansonsten... Na. Okay. Wir umrunden den Feind. Wir kreisen ihn ein. Wir sind zwar nur zu dritt, aber egal. Nee, zu zweit. Zu zweit. Ne? Lang ist es her, dass ich das gesehen habe. Als Meme sieht man es ja öfters. Hierhin. Hierhin. Oh. Meine, du kannst mal da gucken, dass da nichts ist, aber es sollte nicht sein, ne? Und du. Gab nichts Besseres mit dir zu tun. Schau mal dahin, was da das Problem ist. Oh, Moment mal. 1, 2, 1, 2. Würde aber auch hier gehen, ne? Dann hätten wir, wären wir hier in der Nähe zumindest. So. Hier nochmal entfernen. Dann machen wir da nochmal alles weg. Ja, dann bringen wir halt gleich noch hinterher an Carnifex. Soll mir recht sein. Achso, du bist jetzt fertig damit. Bist aber noch eine Runde, bis wir... Ja, dann machen wir, dann nehmen wir lieber noch mal ein Hexfeld ein. Das hier oben. Kriegen wir eh den Bonus mit. Also von daher, dann haben wir das auch hinter uns. Und dann sind wir wieder im perfekten Wachstums... Städtewachstums, beziehungsweise Brutnest, Wachstums... Ach, mir fällt das Wort nicht ein. Lalalala. Zyklus. Zyklus ist die richtige Aussprache dann dafür? Schwer. Geht hier hin, tötet die jetzt einfach, dann ist das ganz gut. Dann schaffen wir das Ganze mal. Ja, ihr geht da nach oben scouten, dann kommt ihr halt runter. Wo wollen die Psychen jetzt auch noch groß hin? Ihr guckt hier noch nach. Wir sind mal... Vorsichtig. Hier hin. Was ist das da? Geht dahin, dann holen wir uns das Feld wieder. Die Stadt darf auch was machen. Wir brauchen Biomasse. Ja, dann hol doch mal die zwei Felder. Dann haben wir das da auch abgeschlossen, ne? Perfekt.
Und ich glaube, dann kriegt die Stadt auch klar. Achso, warte mal, die Loyalität dürfte ja jetzt wieder. Oh, wir kriegen was. Mensch, ist das schön. Zugfeld. Ah. Das war das Problem hier oben. Aha. Das heißt, also die ganze Truppe kann mal Kehrtmarsch machen. Den muss ich dann wegbringen, ne? Oder ich darf kein Feld mehr fressen. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Einkaufen, nee. Dafür haben wir zu wenig Einfluss. Den hebe ich nämlich jetzt momentan lieber für meine Melanthropen auf, dass ich mir so eine richtig schöne Fressorgie starten kann. Nachdem ich mal die ganzen Felder da mal mit Stahlkraut weg habe. Hier ist. Ja. Da würde es jetzt schon Sinn machen. Geht aber nicht, weil du natürlich schon aufgebraucht hast, klar. Dann überspringen wir mal die Stadt und warten lieber mal, was wir da wegsnacken können. Am besten eigentlich ins bewaldete Gebiet reinstellen. Ne? Wenn ich dich da oben reinkriegen würde, so 30 Biomasse, da sage ich immer nicht nein. Haben wir hier außenrum vielleicht schon genug? 20, 15, wie weit wird's? Ach, du wirst sogar bis dahin kommen. Na dann. Guten Hunger, danke dafür. So. Jetzt stellt euch vor, man hat zwei oder drei von denen noch genügend Einfluss, sodass ich das hier sorgenfrei machen kann pro Runde. Ja, schon geil. Ah, Hallöchen. Ist er nicht schön? Ist er nicht niedlich? Oh, süß. Ja. Brav, brav, mein Junge. Okidoki, was haben wir denn da? Wir haben hier mal, hatten wir nicht die Scherenklauen schon? Ja, glaub schon. Schaden 4,5 und ein 2er Angriff, Panzerungsdurchschlag 8. Gut, an der Genauigkeit muss er ein bisschen, arbeiten. Aber, ja, mein Gott, wenn er trifft, tut's halt weh. Egal wie viel Panzerung ich halt hab, ne? Und hier dann eben nochmal eine Greifzunge. Ja, 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 ja. Auch einen netten Panzerungsdurchschlag. Und ja, selber gut gepanzert und eine ordentliche Portion Lebenspunkte. Ja, den bringen wir nach oben, würde ich mal sagen, ne? Ihr bleibt mal da in der Nähe von dem Kerl, dass ihr die Synapse habt. Du gehst da rein, heilst dich, du gehst darauf, holst gleich neue. Da kommen wir doch auch wieder rikizuki an eine schöne kleine Armee heran. Ihr holt euch die. Von den Venatoren natürlich auch schön hohe Reichweite. Ist eine Seltenheit bei den Tyranniden, dass man sowas mal zur Verfügung stehen hat. Ja, gehen wir da rüber. So ein bisschen scouten. Beziehungsweise schützen. Eine weitere Bruthalle, würde ich fast sagen. Ne? Das wird es fast schon Sinn machen. Nee, wir machen noch eine weitere Bruthalle. Oder mache ich hier meine zwei Bruthallen rein. Ich habe halt den Produktionsbonus, ne? Ich würde aber mal sagen, wir holen uns den Schwarmtyrant. Heben uns ein bisschen die Biomasse auf. Weiß jetzt nicht, ob das die schlaueste Idee ist,
Ja, aber. Schwarmtyrant ist halt schon eine geile Einheit. Ja, im Schneckengang weiter voran. So. Wie stellen wir uns auf? Du hast ja eben erst geholt, genau. Du bist nächste Runde da zum Unterstützen. Das gefällt. Ihr bleibt auch mal zum Heilen zurück. Ihr geht darüber. Also Stahlkraut ist hier echt ein Haufen. Das ist mies. So, Felder fressen. 25. Lecker, lecker. Gibt sogar ein Achievement, falls ich es noch nicht am Anfang gesagt habe. Das man bekommt, wenn man die ganzen Hexfelder mal leer gefressen hat. Auf einer kleinen Karte geht das, glaube ich. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich wollte es immer machen, ich habe dann aber irgendwann den Nerv einfach verloren. Nur den Nerv verloren. Du machst nichts, du machst nichts. Du darfst dich noch bewegen. Ja, mein Gott, dann geh doch da mal rauf. Heilen darfst du niemanden, weil die alle voll geheilt sind. Das ist doch okay. Jetzt macht es ja dann schon wieder fast egal. Nö, dann machen wir hier ein Einflussgebäude rein. Dann schauen wir mal, dass wir auf die, was war's, 30, gell? 30 Einfluss plus kommen. So 33, 34, 35. Dann können wir nämlich sorgenfrei die Felder leer fressen. Und später die Fähigkeiten gut nutzen. Ich glaube nämlich 120 brauche ich, deswegen mache ich mal gerade langsam. Ja, nicht schön. Das heißt, du musst jetzt leider, leider, leider von dort oben verschwinden. Drei Einheiten habe ich zwar. Also bei den Tyranniden weiß ich halt, dass wenn diese Questreihe, die danach kommt, Kapitel 3, das baut sich dann alles nacheinander auf und das ist so ein bisschen schwierig und das möchte ich mir auch gerne ersparen, um ehrlich zu sein. Weil die Questreihe, die hat es schon in sich. So. Ja. Haben wir hier doch ein 20er Feld? Okay, das heißt, wir können hier gleich mal unseren Schwarmtyranten dann in Auftrag geben. Okay. 120, 180, 9 Unterhalt. Ja, das ist nicht schlecht, dass ich hier gleich Unterhalt nachbaue. Und 6. Ach, Biomasse. Ah, so eine Mist. So. Ja, dann machen wir halt hier auch noch mal ein bisschen Biomasse, um dem jetzt gleich entgegenzuwirken. Und theoretisch das da. Da sind wir bei 5, 6. Dann brauchen wir das da. Das kann ich mir nicht leisten. Und ich glaube, meine Frau wollte was von mir. Ja. Ja. Okay. Aber Moment, gleich fertig. Ja. Wenn du noch 4 Minuten hast. Ja. So ist das halt. So. Jetzt komme ich an die nicht mehr richtig ran. Also ist eh der hier, der angeditscht ist. Okay, dann passt das noch. Also. Zuallererst einmal hier. Und hier. Und hierhin. Jetzt kommst du noch dazu. Dann kann man den hier mal anditschen. Und darum noch. Theoretisch. Nein, das macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Das machen wir bei, bei dem da hier. Okay, hier und mit dem muss ich mich leider mal da reinstellen, weil hier die Vespiden hier noch ein bisschen Ärger wollen. Kriegen sie auch gerne. So. Wie fix die Forschung aus da? Oh. Jetzt wird's hässlich. Ja, die Biowaffensymbiose
Erhöht den Panzerungsdurchschlag von Nahkampfwaffen. Also das fast schon ein Must-Have. Die Carnifex Bioplasma. Die Carnifex erhalten eine zusätzliche Fernkampfwaffe. Hier eine zusätzliche Nahkampfwaffe, hier eine zusätzliche Fernkampfwaffe. Die Exocrine. Richtig geile Einheit. Die Gant-Instinkte verringern die laufenden Biomassekosten für Infanterie. Wie geil. Die Intelligenzdispersion verringert den Loyalitätsmalus für die Anzahl für Tyranidenstädte. Ach, wie geil. Und Nervenschock können wir leider nicht machen, weil wir da den Zantropen brauchen würden. Ich würde glatt sagen, wir erhöhen mal den Nahkampfschaden. Bäm. Haben wir einfach. Wir greifen sehr viel mit Nahkampf an. Puh. Danach holen wir den Exocrine. Und mein Gott, es wird so schwierig. Puh. Oh, Forschungspunkte. Okay. Gut, dann soll es aber schon wieder gewesen sein für diese Aufnahme, für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei wärt. In diesem Sinne, baba.